Das ist Devil. Heute zum Thema. Bänkergrau, Panzerfrau, Fetischtraum. Live bei uns im Folium der Gabriel Vetter. Und da ist er, ihr Teilzeit-Barista und Vollzeit-Host, Dominik Devil. Guten Abend. Hallo, danke vielmals. Merci. Danke vielmals. Schritte daheim mit den Fernsehsesseln und auch hier bei uns in Zürich. Im wunderschönen Folium. Willkommen zu Devil. Hey, diese Woche hat es also Kritik gehagelt für die Schweiz. Haben vielleicht mitbekommen, von ganz oben ist die Kritik gekommen. Also nicht von meiner Mutter, sondern von Amnesty International. Im Jahresbericht hält die Organisation fest, Rassismus sei in der Schweiz systemisch, Massnahmen gegen Klimaerwärmung ungenügend, dazu Doppelmoral im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg. Und dann auch das Recht auf Abtreibung sei gefördert in der Schweiz. Das ist ein Punkt, der meiner Mutter immer wieder sehr wichtig ist. Ja? Also kurz gesagt, ungenügend in den wichtigsten vier Schulfächern. Gut, immerhin haben sie nicht bemerkt, dass wir jetzt 9 Pause mit den Diktatoren dealen und grundsätzlich alles von unseren Nachbarn abschreiben. Aber gut, die Schweiz steckt halt in der Pubertät. Man muss ihr ein bisschen Zeit lassen. Dafür haben wir in den Nebenfächern lauter 6. Sanktionen-Slalom, Oligarchen-Kuscheln, Geldversteckis, Gummischrotvölki, ja. Obwohl Gummischoss will uns Amnesty International auch noch verbieten, nach einem harten Polizeieinsatz an der Frauendemo in Basel vor 3 Wochen. Und die Basler Polizei so, okay, ja, das nächste Mal schiessen wir halt mit Basler Leckerli, Maul auf! Ja? Ganz schlechte Betragensnoten für die Schweiz gibt es vom ehemaligen Schweizer Botschafter in der Ukraine, einem Claude Wild. Wir haben kein Interesse, nützliche Idioten von einem Aggressor zu werden. Und da müssen wir schon aufpassen, dass wir nicht in Neutralitätsfetischismus gehen. Ja, der Neutralitätsfetischismus. Das ist nicht wie ein Schulfach, oder? Eher so wie ein leicht perverser King von Walter Wobmann. Neutralitätsfetischismus. Komm, schlag mich. Und ich habe keine Waffe dabei. Mega unbefriedigend, ja? Deswegen wird jetzt, obwohl wir die totale Neutralität ja so geil finden, bei uns doch noch versucht, irgendwie über 7 Ecken indirekt sozusagen die Ukraine zu unterstützen. Die Sicherheitspolitische Kommission vom Nationalrat will den Zurückverkauf von 25 Leopard-Panzer an Deutschland ermöglichen. Das passt natürlich nicht allen. Man weiß heute nicht, wie die Armee von morgen aussieht. Und deshalb ist es doch fahrlässig, wenn wir unser Tafelsilber jetzt ins Ausland verscherbeln. Ja, wer könnte es nicht? Großmutter kommt zur Nacht, holt das Tafelsilber aus der Schublade. Der Vorstoß zum möglichen Verkauf von diesen Panzern ist übrigens von der FDP-Nationalrätin Maya Rinniker initiiert worden. Beste Schlagziele wirklich deswegen dementsprechend diese Woche kommt vom Blick. Rinniker, wer ist die Panzerfrau? Das ist toll, oder? Nach der Kampfjetfrau und der Megafonfrau. Und der Mannfrau, ja, haben wir jetzt also eine Panzerfrau. Eine Panzerfrau, ja. Also wenn das nicht alle Neutralitätsfetischisten im Parlament schon wieder so ganz scharf macht, dann weiß ich auch nicht. Zu hoffen für die Ukraine wäre es auf jeden Fall. Dann auch, muss man fragen dürfen, wie läuft es eigentlich mit den UBS? Gibt es die noch? Ich weiß nicht. Also haben wir mal fragen. Nein, gibt es natürlich noch. Diese Woche haben wir völlig überraschend einen neuen Chef vorgestellt, den Sergio Ermotti. Ja? Ja, er arbeitet, wie seine Haare sind, im legalen Graubereich. Der Sergio war eigentlich schon mal CEO von der UBS bis 2020. Für viele in der Branche jetzt das Comeback des Jahres. Comeback des Jahres, ja? Also er ist quasi Benny Thurnherr vom Finanzsektor. UBS präsentiert Bonissimo. Spielen Sie um die Millionen Boni oder lange in ein Velo? Ja? Nein. Comeback des Jahres wird es heute. Geht es noch grösser? Ja, natürlich. Schau mal. Sergio Ermotti, der Gott des Gemetzels. Also die Banker feiern eigentlich jetzt schon Ostern. Ja? Am 3. Tag nach der Kreuzigung von der CS ist der Bank-Jesus von den Toten erweckt worden und erscheint der Gläubiger. Hm? Bei aller Begeisterung, wo bleiben da die kritischen Fragen? Weil an der Pressekonferenz, die vorgestellt worden ist, ist im Frageteil wirklich verboten gewesen, mitzufilmen. Klassisches Bankgeheimnis, könnte man jetzt vielleicht denken. Aber komm, die wichtigste Frage hat Sergio ja schon vor ein paar Jahren beantwortet. Du, sind denn eigentlich alle Banker so unzurechnungsfähig?
99,99% von den Leuten, die in unserer Industrie und in der Bank arbeiten, sind ehrliche Leute und sind Leute, die wirklich gut meinen. Aber es gibt immer die Leute, die einfach spinnen und wir müssen die kontrollieren. Ja, 99,99% also. Rechnen wir mal nachher. Also die UBS hat 72.597 Mitarbeiterinnen. 0,01% spinnen anscheinend. Das wären ja eigentlich nur 7 Mitarbeiterinnen. Ja, das wären halt nur 7. Ja, also hätte Jesus von Nazareth können 12 Jünger kontrollieren, dann würde es dem Jesus von der UBS mit 7 ja auch gelingen. Wir sind sehr zuversichtlich, was das anbelangt. Denn auch aufgefallen ist euch vielleicht auch, dass momentan siehst du draussen keine Hühner. Ja? Gut, die meisten sind sowieso nie draussen, aber jetzt müssen sogar die von der Freilandhaltung die müssen drinnen bleiben. Wieso? Haben die Bauern gemerkt, dass sie mehr verdienen, wenn sie die Aussenstellen im Bund als Asylunterkünfte zur Verfügung stellen? Wäre zuzutrauen? Nein, viel einfacher. Hey, Vogelgrippe ist wieder da. Bereits das zweite grösste Comeback des Jahres in dieser Sendung, würde ich sagen. Was weiss man über die neue Vogelgrippe? Wo kommt der Virus her? Was war zuerst da? Das Huhn oder die Grippe? Wie breitet sie sich aus? Ja gut, Vogelgrippe. Wahrscheinlich über die Luft, würde ich jetzt mal. Ist okay. Gut. Mega viele Fragen. Aber was uns auch natürlich beschäftigt, müssen jetzt die Vögel auch so mühsame Tests in Schnabel machen wie wir bei Corona-Zeiten? Tatsächlich, schaut euch das an. Grausam, ja? Gut, für die Stopfgänse ist es wahrscheinlich eine entspannende Abwechslung zwischendurch. Herausgefunden hat man, immerhin, bei männlichen Hühnern zeigen sich keine Langzeitfolgen. Gut, Langzeitfolgen sind auch einfach unwahrscheinlich, wenn man bereits 5 Minuten nach der Geburt geschreddert wird. Ja? Gut. Auch spannend, das Veterinärwesen gehört ja auch zum EDI. Das heisst, es gibt wahrscheinlich wieder bald Pekas mit dem Alain Berset zu der Vogelgrippe. Ja? Immerhin, bei den Hühnern ist der Berset noch recht beliebt. Da greift wohl irgendwo ein Mutterhuhninstinkt. Ich kann es auch nicht so ganz erklären. Aber natürlich, das ist ja klar, wenn der Berset Pekas gibt, wer steht denn auch vor der Tür? Skeptiker, natürlich. Die tauchen jetzt schon auf, ja, von ganz vielen Bauernhöfen versammelt sich jetzt schon die Freiheitstriechler. Ja, ganz klar. Schaut, auch mit dem berüchtigten Nicola Rimolki. Ja? Vom Verein Grasvoll. Hm? Schaut mal dort hinten, sogar der Marco Rima ist noch dort. Ja, klar. Aber wie schlimm ist es jetzt wirklich? Wie schlimm ist es wirklich mit dieser Vogelgrippe? Was heisst das dazu, die Zürcher Kantonstierärztin? Wir haben nach wie vor einen beträchtlichen Anfall von toten Vögeln. Der Schwerpunkt ist bei den Lachmöwen. Sie heisst Regula Vogel. Das Wunder, nimmt sie das mega ernst? Das verstehe ich schon. Nein, seriös jetzt. Jetzt seriös. Seriös. Weil auch schon 2005 hat man sich schon sehr seriös über die Vogelgrippe unterhalten. Die Eier sind eigentlich nicht infektiös. Wenn man sie kocht, man isst ja doch meistens keine rohen Eier. Also vielleicht sollte man einfach sagen, dass das Fleisch, was man kriegt... Das ist aus bestimmten Gründen, aber das lassen wir jetzt. Ach so, ja, okay. Nein, das lassen wir jetzt. Das ist vielleicht ein anderes Thema. Das ist immer noch aus bestimmten Gründen. Ja, Eine wilde Mischung aus Hühnerstall und Rinderwahnsinn, Darina, dazu mal. Aber wie später bei Corona, denn ein paar Jahre später, hat man damals wirklich schon bei der Vogelgrippe 2005 über Masken diskutiert. Abgesehen davon hat Frankreich 600'000 Atemmasken bestellt, um die Bevölkerung oder einen Teil der Bevölkerung zu schützen. Das haben wir auch. Ja, wir haben auch Masken. Ja, ja, wir haben auch Masken. Haben wir auch, aber bringt ja nichts. Hättest du schon probiert, so eine Maske mit dem Vogel anzulegen? Nein, komm, haben wir gut. Auch sehr spannend, als wir die alte Arena geschaut haben. Das ist wirklich jetzt kein Bilderwitz oder so. Sogar der Dani Koch war dort schon dabei gewesen. Ja? Wirklich? Schau mal. Ja? Also, mich dünkt es, die Vogelgrippe hat mehr zugesetzt als Corona. Gut. Aber kommt, nach einer weltweiten Corona-Pandemie, wo die Menschheit so richtig gevögelt worden ist, muss man sagen, mit Millionen von Toten sind wir ja jetzt bestens vorbereitet auf die neue Vogelgrippe, oder? Jetzt wissen wir es besser. Also, kommen, Lage sorgfältig beobachten, abwarten, es kommt schon gut. Guck, wir schauen. Apropos schräge Vögel und Einsperren. Der Donald Trump. Ja, es tut mir auch weh, über ihn zu reden, aber wir müssen.
ist diese Woche tatsächlich strafrechtlich von einem New Yorker Gericht angeklagt worden. New York. Big Apple gegen Big Orange, sozusagen. Was genau in der Anklageschrift steht, wird noch bis Dienstag unter Verschluss gehalten. Aber hey, wir können ja mal röckeln. Ja? Ich kaufe ein E. Ja? Ein E wie Veruntreuung, Wahlbetrug, Gefährdung nationaler Sicherheit, Bezahlung von Schweigegeld und der grösste Anklagepunkt, Covifi, wahrscheinlich. Nächste Woche könnte es bereits so weit sein, dass er in Handschellen abgeführt wird, der Trump. Jetzt könnte die Fiktion Wirklichkeit werden. Orange is the new black. Ja, wahrscheinlich. Hey, aber ganz ehrlich, ich persönlich würde ja in Amerika lieber in den Knast gehen, als in eine Grundschule. Ist einfach sicher. Ja, ganz ehrlich. Trump ist somit der erste frühere US-Präsident, der angeklagt wird. Einfach ganz nach dem Motto Trump first, Putin second. Ja, da hoffen wir auch mal schön. Aber nicht nur in den USA geht es kriminell zu und her. Die neue Kriminalstatistik, haben wir lesen können, ist jetzt für die Schweiz auch unser großer Spoiler, unser Land, so wie geschrieben, wird immer gewalttätiger. Schaut, Schweiz so brutal wie nie. Naja, brutal wie nie. Früher, müssen wir schon wissen, haben wir noch Hexen verbrannt, ja, Juden sicher in den Tod geschickt, für den Kind als Privatsklaven gehalten. Gut, jetzt haben wir Panzerfrau im Parlament, das ist schon auch hart. Aber die Schweiz ist so brutal unterwegs, wenn es so weitergeht, entzieht uns der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte noch unser herziges Li. Nicht Schöckeli, nicht Müsli, nicht das Füßchen, das Schnörli, du Sauhündli. Ja? Schweiz so brutal wie nie. Das ist klar, also ohne Leopard 2 gehe ich nicht mehr einkaufen am Abend, völlig klar. Ja? Unsere Polizei hat wahrscheinlich Schlagstock, Pfefferspray und Pistolen im Dauereinsatz bei diesen Schlagzeilen. Oder was braucht es am häufigsten? Ja, am meisten brauchen wir ein Funkgerät, um mit der Einsatzzentrale oder anderen Patrouille zu kommunizieren. Handschellen brauchen wir viel, Handschuhe, die wir immer dabei haben. Oder natürlich auch Kugelschreiber, um irgendwie Notizen machen und Aussagen machen. Ja, Handy hoch oder schreibe! Ne? Und zwar mit Händchen. Achtung! Wir hoffen nur, man trägt auch Kugelschreiber sicher in Westen. Ja, weil der Gegner rüstet auch. Mega komisch, dass die Kriminalstatistik die ist am Montag rausgekommen. Was ist mit einem guten alten Sonntagabend-Krimi geworden? Das wäre doch mal ein Schweizer Tatort mit spannenden Fällen und weniger holprigen Dialogen. Das Tatörtli. Ne? Ich würde schauen. Schauen wir mal in die Statistik rein. Schau mal, ganz so brutal sieht es nicht aus. Ganz oben, ganz weit oben, mit über 46'000 Fällen, meine Lieben. Langweilige Fahrzeugdiebstähle. Am beliebtesten bei Dieben sind nicht etwa Teslas oder Traktoren, ja, sondern unsere Patzerkopfetorien. Nein, natürlich nicht. Elektrovelo. Elektrovelo ist das Ding bei den Dieben. Über 14'000 E-Bikes haben wir im letzten Jahr geklaut. 14'000! Also wenn ihr jemanden auf einem E-Bike vorbeifahren könnt, einfach wirklich schnell ein Stecken in die Speichen rein, dass der grausam auf die Schnorre rührt. Die Chancen sind mega gross, dass ihr einen Dieb verwünscht habt. Ja? Und wenn nicht, er hat es verdient, das E-Bike. Komm, bitteschön. Was auch zurückgegangen ist, überraschenderweise die Jugendgewalt in der Schweiz. Obwohl ja gerade die Jugendgewalt im Ausgang vielen Leuten Angst macht bei uns. Zum Beispiel dem Rolf aus Zürich. Ich habe lange in Zürich gelebt, oder? Und früher ist es einfach ein anderes Gefühl gewesen, wenn man in der Nacht rumgelaufen ist. Und eben, so ein Ort wie Niederdorf oder so früher ist das gerne ein Thema gewesen. Da ist man zu sämtlichen Tages- und Nachtzeiten nämlich rumgelaufen und hat gefestet und alles. Ja, das muss nichts heissen, gell? Rolf, wenn du früher keine Angst gehabt hast, bist du vielleicht du gesehen, wo alle anderen Angst vor ihm hatten. Da ein Bild vom Rolf früher beim Umfest, nicht dürfen. Aber vielleicht merken die Jugendlichen auch einfach, hey, Elektrovelo gar nicht so cool, ja? Und es ist auch wirklich nicht so einfach, einen Überfall zu machen. Das ist in Aarau, das müssen ein paar Jugendliche bemerken, die haben einen Tabakladen überfallen und die Verkäuferin hat das mitgefilmt. Sie ist gerade live auf TikTok gesehen. Schaut euch das mal an. Auf die Geldforderung geht die Verkäuferin aber nicht ein, wie auf dem Video dokumentiert ist. Bist du behindert? Du sollst. Es klingt dir sogar, die drei noch zu filmen. Nein, es ist im Fall alles live. Gell? Ich bin auf TikTok live. Warum schaltet sie auf Angriff? Verpisset euch raus, so schnell wie möglich. Das ist ein Prank. Ich schwöre, es ist ein Prank. Verpisset euch raus, sofort, aber sofort. Sind ihr behindert? Verpisset euch!
Nicht schlecht. Mit einem Satz eine Räuberbande vertrieben und gleichzeitig eine ganze Randgruppe beleidigen. Das muss man auch erst mal schaffen. Aber immerhin habe ich gedacht, im Aargau machen Kinder noch etwas Gutes, ja, und kleben sich nicht einfach auf der Strasse fest wie andere. Was aber wirklich angestiegen ist, um 16%, über das muss man klar reden, ist die Schwergewalt. Schwere Gewaltdelikt. Mit 1946 Fällen 2022 liegt man zwar europaweit noch weit im hinteren Drittel, aber natürlich ist da jedes Opfer eins zu viel. Mal abgesehen von diesen E-Bikern, die Schnorren haben. Das lassen wir mal. Ein Großteil der schweren Gewalt findet aber nicht draussen in Niederdörfli statt, sondern im eigenen Familienkreis, der eigenen vier Wände. Stichwort häusliche Gewalt. Und ich meine jetzt nicht die häusliche Gewalt wie in Basel. Ja, die meine ich nicht. Das ist auch brutal. Ist das ein Gebäude oder nur eine Statistik? Man weiß es nicht. Bei diesen schlimmen Zahlen kommt das neue Projekt gerade rechtzeitig. Schau mal, was jetzt gestartet wird, der Frühling. Potenzielle Täter und Opfer bekommen so ein eigenes digitales Überwachungsgerät über. Also ein bisschen wie eine iWatch, einfach mit freiwilliger Überwachung. Ja, quasi das Apple iWatch U-Gerät ist das so ein bisschen. Kommen sich die beiden Personen zu nahe, gibt es einen Alarm bei der Polizei. Also ein bisschen wie ein umgekehrtes Tinder, wenn ihr euch das vorstellt. Ja. 22 Kantone wollen jetzt mitmachen bei dem sogenannten dynamischen elektronischen Monitoring. Warum nur 22? Ja? Gut, in allen Kantonen braucht es nicht. Ja? Zum Beispiel im Appenzell, das gibt es schon lange dort, dort heisst es aber das Familientelefon. So. Weiter vom Appenzell gehen wir zu diesen lustigen, zu den Franzosen. Dort geht es ja gewaltig und gewalttätig zur Sache. Weil der Macron dort in eigener Scheiss Rentenalter um 2 Jahre erhöht hat, geht man dort auf die Barrikaden, streikt hinterlässt eine Spur von der Verwüstung. Gut. Am Rebenlicht umzog in Olten sieht es ähnlich aus. In Paris stapeln sich aber seit Tagen die Abfallsäcke, weil unter anderem die Müllabfuhr streikt. Immerhin hat die Stadt jetzt ein neues Wahrzeichen, der Abfall de Triomphe. Hm? Paris statt der Liebe, ihr jetzt Paris statt der Fliege. Hm. Man muss aber schon auch, das Positive sehen an dem Fall. Ja, dank dem Polizeieinsatz mit diesen ganz vielen Wasserwerfern duschen die Franzosen endlich wieder mal. Ja? Ich weiß gar nicht, wieso die so hässig sind. Die Franzosen streiken ja so oft, die kompensieren damit doch einfach ihre Cloud-Rentezeit. Meiner Meinung nach. Streik ist auch einfach so in der französischen Kultur tief verankert. Kein Wunder. Die gibt es ja jedem Bäck Schlagstück zum Kaufen, zum Beispiel. Ja? Im Gegensatz zu uns. Bei uns ist jetzt gerade auch so eine sehr ähnliche Rentenreform vom Parlament durchgewunken worden. Ja, aber mehr als 4 Leserbriefschreiber und der Glättli hat das jetzt nicht wirklich jemand aufgeregt bei uns. Das ist nicht korrekt. Ja. Kein Wunder, im Vergleich zu der feurigen Franzosen ist unsere Streikkultur von Schweizer und Schweizerinnen eher ein bisschen ungelenk, würde ich jetzt mal sagen. Das hat man super beobachten am Gedenkfest zum grossen Landesstreik. Ja, ist das schon ekstatisch streiken oder einfach gestrecktes Ecstasy? Wir werden es nie herausfinden. Nein, komm, dass bei uns mal so ein richtiger Streik ausbricht, so mit kämpferischem Geist und Aufstand gegen die Herrschenden, müsste schon etwas Krasses passieren in unserem Land. Aromatverbot für alle. Oder, stell dir vor, 6 Wochen Ferien für alle. Oder die Teuerung. Eine Schlange. Ein Öpfelringli. Ein Öpfelringli. Und 2 Pfefferpilzli. Aha, eine richtige Süßigkeiten-Gourmet bist du, hä? So, da ist dein Säckli. Da ist ein Franken. Ja, aber es kostet einen Franken 20. Hä? Das kann doch gar nicht sein. Ja, hey, ihr lernt auch nichts mehr in der Schule. Es wird alles teurer. Doch nicht Schleckzeug. Doch, gerade Schleckzeug, das schleckt eben keine Geissen weg. Geissen haben auch kein Geld. Ich check's nicht. Also, schau jetzt mal. Gummischlangen sind aus veganer Gelatine. Ja? Die sind nicht aus so einem katastrophalen asiatischen Schlachthof. 20 Rappen teurer. Denn die sauren Nudeln sind jetzt neuerdings al dente. 15 Rappen teurer. Pilzli sind fußpflückt. 5 Franken mehr. Wie teuer sind denn Seesterne? Seesterne werden von einem indigenen Völkchen im Mittelmeerraum abgepflanzt. Kostet 7,90 Franken. Bananen? Bananen sind Original Max Havelaar und deswegen kostet es 29,30 Franken. Eine. Und was ist das? Das sind meine Medikamente gegen meinen Bluthochdruck. Du, wie wär's mit einem Schleckstängel vielleicht? Ich habe schon 2. Ah, gut, dann auf die Seite bitte schön, ich kann noch zahlen, die Kundschaft. Ja, Sie hätte gerne den Energy Drink. Sehr gerne. 7,50 Franken. Was eigentlich noch? Ist nicht okay? Doch, natürlich ist das okay. Das ist dann geweckt, Teuerung.
Ernsthaft jetzt. Teuerung bei Energy Drinks. Gerade bei Energy Drinks. Die Energiekrise trifft uns alle her. Da kann ich mir gerade einen Liter Heizöl kaufen. Ja, da wünsche ich aber einen guten und Bröstchen. Und jetzt bitte auf die Seite, da kommen die Leute, die zahlen. Grüezi. Ich habe meiner Familie daheim gesagt, ich gehe schnell ein Päckchen Zigaretten holen, wenn Sie wissen, was ich meine. Ich weiß genau, was Sie meinen. Das macht einmal 100 Franken. Was das kostet? Ja, und zwar wegen der Teuerung. Danke, können Sie hinterher gehen. Halt! Einfach geradeaus und dann rechts. Guten Neuanfang. Danke. Ein Millionenlos, bitte. Sehr gern. Das macht dann 1 Million Franken. Wegen der Teuerung, gell? Endlich hat es mal jemand verstanden. Ja? Oh, könnten Sie mir einen 1 Franken geben zum Aufhobeln? Sehr gern. 1 Franken macht 5 Franken 30. Jetzt lange es aber. Und ich will jetzt auch meinen 1 Franken Energy Drink. Und ich will mein 1 Franken Schlecksäckchen. Doch, doch, ich nicht dafür. Da müsste ich halt auch mal einen Teuerungsausgleich beim Sackgeld verlangen. Gottfried Stotz. Außerdem haben wir noch nicht gemerkt, im Kiosk ist immer alles ein bisschen teurer als sonst in den Läden. Bin ich Gottfried Stotz, ein Kiosk? Oder bin ich etwa eine Bank? Sehe ich aus wie ein Hotel oder wie ein Kassenschrank? Was ist ein Kassenschrank? Also, wisst ihr was? Wenn jetzt mein Brüllen, nehmt doch hier ein Nasstüchli. 17.50 Franken! Hey, geht's eigentlich noch? Da noch ein paar Zalando-Päckchen zum Zurückschicken. Vidi, vidi, Kioski! Ich hab Million gewonnen! Ich lade euch alle zu etwas ein! Da ist die Säckli. Und was nehmen Sie? Ja, in dem Fall nehme ich statt einem Energy Drink einen Kaffee mit Sojamilch. Gut, ein Kaffee macht 27,90. Scheiss Teuerung, hä? Das hat nichts mit der Teuerung zu tun. Das ist Zürich. So, loset! Da kommt gerade ein Fax rein. Oh, du ist aber sehr interessant. Hey, schau mal, die neueste Stellenangebot für meine Zeit nach der Sendung. Was haben wir da? Kindergärtner in Bern. Nein, nicht mit Politik. Nein. Moderation, Tagesschau? Nein, nicht mit Satire jetzt. Das ist etwas für mich. Barista, das ist etwas für mich. Ja? Roaster kann ich schon gut. Und man nennt mich jetzt schon den George Clooney vom Leutschenbach. What else? Du. Aber eigentlich wollte ich es ja im Sommer etwas ruhiger angehen. Vielleicht sogar mal Teilzeit arbeiten. Ja, Teilzeit, halb Hausmann. Halb Hausfrau. Ja? Aber ernst jetzt, Teilzeit arbeiten hat ja bekanntlich so viele Vorteile. Bessere Work-Life-Balance, mehr Muse für Weiterbildungen, dazu mehr Zeit mit den Kindern und eine höhere Lebensqualität. Gut, Kind und Lebensqualität kommt ja schon sehr auf Kind drauf ab, ganz klar. Und jetzt, wo Karin Keller-Sutter sogar noch die AV-Gelder kürzen will, lohnt es sich ja erst recht nicht mehr, dich da Vollzeit einen abzukrampfen. He? AHV, oder wie Karin sagt, AHV. Aber sind die Gründe vielleicht alles nur eine Ausrede, um in Teilzeit zu gehen? Sind Leute, die Teilzeit arbeiten, vielleicht, hast du einen Verdacht, sind sie einfach die faule Siechen? Wohlstandsverwöhnte Schweiz. Mehr als ein Drittel der Beschäftigten arbeitet Teilzeit. Die Schweiz wird zur Deutsche Vita-Gesellschaft. Wer viel arbeitet, ist der Dumme. Staat entgeht viel Geld. Schweizer arbeiten nur noch 31 Stunden pro Woche. Ja, schockierend, dass es in unserem Land Menschen gibt, die nicht viel arbeiten, wissen wir alle. Oder Philosophiestudenten im WK, weibliche Late-Night-Hosts beim SRF oder anscheinend 99,99% von allen Credit Suisse-Mitarbeitenden. Aber dass mehr als ein Drittel nicht richtig mit anpackt, um unser Bruttosozialprodukt so richtig schön aufzublasen, das ist schon ein bisschen enttäuschend. Kein Wunder, gibt es Gegner von diesem Arbeitsmodell. Zum Beispiel der Stefan Wolter. Er ist Professor für Bildungsökonomie an der Uni Bern. Er fordert, dass man seine Studienkosten zurückzahlen muss, wenn man nach dem Studium weniger als 70% arbeitet. Ja? Als Professor für Bildungsökonomie ist er sicher bereits fleissig am Zurückzahlen. Auch Wirtschaftswissenschaftler Christoph Schalldecker ist kein Freund von Teilzeitarbeiten. Wir sind durch die Zuwanderung fett und träge geworden. Denn der bestehende Reichtum, gepaart mit dem Ausbau des Staats, führt dazu, dass sich viele Schweizerinnen und Schweizer in die Teilzeitarbeit zurückziehen. Das Arbeitsethos erodiert.
Ja, sehr steile These. Ich meine, dass die Migranten schuld sind an unserer Wohnungsnot, der Umweltverschmutzung und der Gewalt im Niederdörfli, leuchtet total ein. Ja? Dass uns die Migranten Arbeit, Frauen und Sitzplätze im Zug wegnehmen, völlig logisch. Aber dass sie daran schuld sollen, dass wir alle fett und faul geworden sind. Also, s'il vous plaît, hein? Apropos SVP. In Luzern stört sich die Uetzer Partei wirklich an den Teilzeitpensen der eigenen Kantonsangestellten. Ihrer Meinung nach liegt die produktive Arbeitszeit von Teilzeitschaffenden noch unter denen von Vollzeitangestellten. Da haben sie mal die rechte SVP. Es gibt wirklich wenigstens, sehr wenigstens, was weniger produktiv ist als ein Vollzeitbeamter. Das ist völlig klar. Aber es kann eben auch funktionieren. Zum Beispiel in Island. Dort ist jetzt tatsächlich die 4-Tage-Woche eingeführt worden. Islander müsste man sein. Ja? Gut, in Island, ja, dort ist ja sowieso die ganze Zeit Stockfisten. Du, welcher Tag ist heute? Du, keine Ahnung, Freitag, Wochenende! Aber ernsthaft, wieso arbeiten plötzlich so viele Schweizer und Schweizerinnen Teilzeit? Ja, ich arbeite auch Teilzeit, 60%, weil ich vor etwa 7 Monaten das Kind bekommen habe. Ja, eines Tages ist es im Briefkasten gelegen. Ich weiss nicht. Das Baby. Ja. B-Post halt. Verstehen Sie? B-Post ist gleich. Ja, ja. Streichen wir von der Gehaltsliste den Autor. So. Teilzeit ist vor allem bei jungen Müttern sehr beliebt. 34,4% der Frauen unter 30 arbeiten bei uns Teilzeit. Bei den Männern sind es gerade mal 18,6%. Warum machen denn die Frauen das? Was wir festgestellt haben, ist, dass Frauen eher den Wunsch haben, Teilzeit zu arbeiten. Natürlich aus familiären Gründen, wenn sie Mutter geworden sind. Aber auch eher der Verzicht da ist auf Lohn, was wir bei den Männern nicht unbedingt feststellen. Aha, ist klar. Kindererziehung ist in der Schweiz immer noch in Frauenhand. Jetzt aber widerspricht dem Herrn ein bisschen nicht unbedingt, weil die Frauen gerne auf den Lohn verzichten. Sondern eher, weil die Typen nicht vorwärts machen mit Krippenplätzen, Tagesschulen und es einfach nicht hinbringen, irgendwie einmal etwas Gesundes zu kochen. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Dosen-Raffioli-Tutorial. Aber auch die Unternehmen selber halten anscheinend Männer gezielt vom Teilzeitschaffen fern. Die Benachteiligung von Teilzeitstellensuchenden ist besonders ausgeprägt bei Männern. Es kann sehr unbewusst sein, aber irgendwie scheinen die Unternehmen es komisch zu finden, dass Männer Teilzeit arbeiten wollen, während es bei Frauen offensichtlich völlig normal ist, dass man sich um eine Teilzeitstelle bewirbt. Ja, Unternehmen finden es anscheinend komisch, ja, wenn Männer Teilzeit arbeiten wollen. Gut, Unternehmen finden es auch komisch, dass man Zeugs wie Ferien oder angemessenen Lohn haben will. So überrascht es also nicht, dass immer noch eine Vielzahl der Väter 100% arbeiten, obwohl sie ja so gern daheim bei Frau und Kind wären. Nein, auf keinen Fall. Wenn eine Frau daheim ist und nicht arbeitet, dann muss einer wenigstens Geld heimbringen. Ja, bei viel zu vielen Männern gilt Care-Arbeit offenbar immer nur als Who-Cares-Arbeit. Das ist nicht ganz das Gleiche. Wenn also die Schweizer Frauen vom System in Teilzeit gedrängt werden, ist es bei den Männern meistens etwas ganz anderes. Die Fantasie. Bei einer 44-Stunden-Woche, inklusive der sonstigen Frustration, da habe ich gemerkt, da verstickt meine Fantasie. Da habe ich gedacht, die Hälfte tut es auch. Ja. Damals in den 70er Jahren, als das aufgenommen worden ist, hat man dem noch Kiffer-Hippie gesagt. Schaffen, schaffen, Jointli bauen. Ja, steht in der Devise gesehen. Heute heisst das Quiet Quitting und ist ein Trend geworden. Quiet Quitting, auf Deutsch stille Kündigung. Die Quiet Quitters. Sie arbeiten nur so viel, wie es der Arbeitsvertrag verlangt. Dienst nach Vorschrift. Eine Extrameile für den Arbeitgeber. Nein, danke. Der Job muss auch nicht mehr zwingend dem eigenen Ego schmeicheln. Ja, warum bietet mir nie jemand so einen Job an? Einfach Bäume streichen im Wald. Ja? Teilzeit natürlich. Quiet Quitting heisst also, nur genau das zu machen, wofür man bezahlt wird. Nicht ans Limit gehen, nicht ständig erreichbar sein, nicht sogar noch unter der Dusche die Mails checken. Macht auch keinen Sinn, weil mega schlecht Internetempfang unter der Dusche. Oder kurz, nach 8 Stunden bin ich weg, dann ist mir egal, ob die Hütte brennt. Hoffentlich ist der, der das gesagt hat, nicht für wie immer. Wir wissen es nicht. Aber es gibt auch unter der Prominenz Quiet Quitter. Ihn zum Beispiel. Freizeit ist einfach uns Schweizer und Schweizerinnen schon auch sehr wertvoll. Freizeit, das ist das erste Mal freie Zeit. Und dann ist es Zeit für Freiheit. Ist Zeit für einen freien Raum, wo ich mir selber begegnen kann.
Was kann ich da machen? Ich versuche, all das zu machen, was ich in dieser anderen Zeit, wo ich irgendwie im Alltag stehe, nicht machen kann. Poetry Slam war auch schon mal geiler, oder? Ganz klar. Das Zeug, das er raucht, muss ich ausprobieren nach der Staffel. Aber könnte es nicht sein, ist jetzt ein böser Verdacht, könnte es nicht sein, dass Grund für das minimalistische Arbeiten gar nicht der Wunsch nach mehr Freizeit ist, sondern weil die meisten einfach ihren Job hassen? Als Maschinenkonstrukteur von Verpackungsmaschinen hatte ich einmal die Aufgabe, einen schon fünfmal verpackten Käugummi aus Reklamegründen noch ein sechstes Mal verpacken. Da habe ich aber gekündigt. Ja. Der ist fertig, ja? Ich habe es schon gewusst. Hat es damals in den 70er schon gegeben, sogenannte Bullshit-Jobs, völlig sinnlos und ohne grossen gesellschaftlichen Nutzen. Bullshit-Jobs wären heute zum Beispiel Schweizer Gardist, Logopädin im Wallis, Chefredakteur in der Weltwoche natürlich. Würde man all denen eine Arbeit geben, die für sie Sinn macht, die angemessen und fair bezahlt wird, dann gäbe es auch kein Problem mit dem Quiet Quitting. Ja? Und wahrscheinlich auch kein Problem mit der Weltwoche mehr. Gerade der Roger Köppel hat doch neben dem Hetzen so viel schöne Talente. The more I see you, the more I want you, somehow this feeling just grows and grows. Kommen wir jetzt zu jemandem, der sich bestens auskennt mit Teilzeit, der Präsident der Babygewerkschaft Schweiz, der Bruno Baby. Herr Baby, ja. Gerade mal eine Frage, die mich jetzt einfach persönlich wundern nimmt. Müssten Sie nicht schon lange im Bett sein? Nein, wieso? Ja, ist ja gleich. Also, Herr Baby, Sie sind der Präsident der Schweizer Babygewerkschaft, der BAGS. Ja? Und wir haben es gehört, immer mehr Schweizer, Schweizerinnen arbeiten Teilzeit. Sie sind damit nicht so ganz zufrieden, oder? Nein, also ich habe von dem ganzen Teilzeitzeug wirklich die Windeln gestrichen voll. Also ich als Baby arbeite ja auch nicht einfach nur, weil ich Teilzeit will. Teilzeit bedeutet ja für uns Babys und Kleinkindinnen und Säuglingen, die ja eigentlich, dass die Eltern mehr Zeit mit ihrer Familie, also mit uns verbringen. Für uns heisst das einfach einzelhaft mit dem Papi oder mit der Mami und das kann es ja wirklich nicht sein. Also was ist denn jetzt so schlimm, wenn man Zeit mit der Mami und Papi verbringt? Alter, hast du schon mal müssen mit einem Vater, der 80% als Wirtschaftsanwalt arbeitet, seinen huren Papi-Tag auf dem Spielplatz verbringen. Es ist furchtbar. Überhaupt die huren Teilzeiteltern mit ihren Selbstverwirklichungsneurosen, die drei tagebärtigen Craft-Bier-Arschlöcher, die Einfamilienhäuser erbende Yogamatten-Feministen, das sind die Schlimmsten. Nein, früher haben sich die Väter einfach noch irgendwie einen abgekrüppelt, bis das ganze Leben lang, bis 65, haben ihre Kinder nie gesehen und dann haben sie kurz vor der Pensionierung ein Herzkrise bekommen, fertig, saubere Sache. Da haben alle etwas davor gehabt, aber nein, heute wollen sie immer arbeiten und mit dem Baby daheim bleiben. Ja, also, niemand hat ja gesagt, dass Kind und Karriere das zu vereinbaren sind sehr einfach. Ja, einfach, Alter. Ich werde gewickelt von einem Typ unter einem Pulp Fiction Poster. Der hat ein Simpsons T-Shirt an und Onschuhe an. Weißt du, wie erniedrigend? Also verstehe ich Sie richtig, Babys wollen eigentlich nicht mehr Zeit mit ihren Eltern verbringen, sondern weniger. Ja, logisch. Aber uns fragt ja niemand. Wir werden ja nie irgendetwas gefragt. Höchstens, ja, wo ist er denn? Da ist er, du ein Wichser! Nein, jedes Mal, wenn ich mit der Mami irgendwo im Regen stehe, im Streichelzoo, mir wortlos die dummen Huren Scheisshühner anschaue, schaue ich sie so an und denke so, weißt du was, geh doch einfach arbeiten, du Hurensohn, ich seh's doch, dass sie anschießt! Mich schießt auch an! Ich will auch lieber in die Kita zu meinen Jungs. Liebe Grüße. Oder zum Grossi meinetwegen. Also, ich will lieber zum Grossi als zum Mami. Ja, natürlich! Ich meine, wer schaut denn zum Grossi und zum Opa, wenn wir nicht mehr rum sind? Wer geht denn mit denen die ganze Zeit ins Coop-Restaurant, go Cremeschnitten fressen? Wer geht mit denen, go Enten füttern im Park und Uno spielen im Altersheim? Oder Käfer sammeln im Schrebergärtli? Meinst du, wir kennen die Cremeschnitten lieber von Mami oder vom Papi, wenn wir mit ihnen gehen, in den Migros posten? Nichts kommen wir rüber. Höchstens irgendwie ein Peperoni-Schnitz oder eine Reiswaffel, wenn es gut kommt.
Aber sicher keine Chicken Nuggets und keine Schlumpfklasse wie mit dem Opa auf dem Stammtisch im Rössli. Also, Sie sorgen sich vor allem um Ihre Großeltern. Ja, klar! Wenn die Großeltern plötzlich nichts mehr zu tun haben mit den Enkeln, fallen die doch in ein riesiges Loch rein. Dann verlieren die ihre ganze Struktur und dann fangen sie an, Drogen an und radikalisieren sich, spritzen sich Haschtabletten und hören da ihre Teufelsmusik auf dem DRS1. Nein, die Eltern sollen weiterhin einfach 100% arbeiten, und zwar alle, dann haben wir nämlich alle unsere Ruhe. Herr Baby, vielen Dank für die Einschätzung. Hinten werden Sie klicken. Ja, die grosse Flucht in Teilzeitarbeit, wie unsere Wirtschaftsgrund geht, aufgrund von bekifften Banken, die plötzlich Hausmann oder Strassenmusiker werden wollen, ist unser Land auf dem Weg, eine Larifari-Nation aus Baumstreichler zu werden? Und vor allem bin ich dann der Einzige, der Kopf und Strotz noch 100% her durcharbeiten tut. Also am Sonntagabend zumindest, ja? Überraschend, eine neue Studie zeigt, das Gegenteil ist der Fall. Wir Schweizer sind gar nicht arbeitsfaul. Personen im erwerbsfähigen Alter arbeiten mehr als im Jahr 2010. Trotz Teilzeittrend wird mehr gearbeitet als früher. Ja, die Schweizer sind so fleissig, dass sie sogar in der Teilzeit mehr arbeiten als zuvor. Oder besser gesagt, die Schweizerinnen. Weil immer mehr Frauen in einen Beruf einsteigen, also egal ob Teilzeit oder nicht, geht unser Land eben nicht vor die Hunde. Ist das nationale Arbeitspensum sogar noch gestiegen. Nachher lassen laut dieser Statistik nur jemanden. Die Männer. Und darum schaue ich es für sehr wichtig an, dass wir, die die Arbeit machen, die Arbeit nicht müssen, tödlich ernst nehmen, weil sie ist selber eine stumpfsinnige Person. Ja, ob stumpfsinn oder nicht, in dem Sinn gilt Bravo an die Frauen. Eines mehr, dank euch, mache jetzt ein bisschen früher Schluss heute. Der Herr Baby braucht noch einen Shoppen. Bis zum nächsten Sonntag. Ciao zusammen.